Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute am 24.06. Donnerstag darf ich mich wieder an Sie wenden und Ihnen, wie ich glaube, gute Nachrichten überbringen, was die Situation rund um das Coronavirus in Schweinfurt betrifft. Wir haben jetzt stabil einen Wert unter der 50er-Marke gerissen. Bezogen auf 100.000 Einwohner. Wir liegen heute bei 20,6 und sind damit stabil jetzt mehrere Tage unter 50, sodass ab dem 26. Juni, also am Samstag übermorgen, deutliche Lockerungen von Gesetzes wegen eintreten. Und diese Lockerungen, die Sie alle jetzt dann auch sicherlich begrüßen und herbeigesehnt haben, darf ich Ihnen kurz vorstellen. Im öffentlichen und im privaten Bereich dürfen sich ab Samstag Gruppen bis zu 10 Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Und bei diesen 10 Personen werden Kinder unter 14 Jahren sowie genesene und geimpfte Personen nicht mitgezählt. Das heißt, um diesen Personenkreis können Sie auch Ihre Treffen sozusagen erweitern. Zweitens, bei dem Besuch von Gastwirtschaften, lokalen Cafés benötigen Sie ab dem Samstag keinen negativen Test mehr. Im Bereich Kultur und Freizeit gibt es ebenfalls Lockerungen bei kulturellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Kino oder auch Bühnenveranstaltungen, entfällt die Testpflicht, beziehungsweise auch die Pflicht, einen negativen Test vorzulegen. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel dürfen dann maximal 500 Personen teilnehmen. Bei Veranstaltungen in Innenräumen ist die Höhe der Besucherzahl abhängig von den Möglichkeiten der zulässigen Sitzplätze. Also hier hängt es von den örtlichen Gegebenheiten ab, wie weit man dort unter Wahrung des 1,5 Meter Abstandes Menschen gefahrlos unterbringen kann. Ebenfalls für uns alle erfreulich ist, dass auch der Testnachweis für den Besuch von Schwimmbädern, also auch unserem Silvaner, Freizeitparks, Saunen, Solarien, Indoor-Spielplätzen und Freizeiteinrichtungen entfällt. Also hier ist auch eine unkomplizierte Nutzung ab Samstag möglich. Für öffentliche und private Veranstaltungen aus besonderem Anlass, Hochzeit, Geburtstag und einem klar begrenzten Personenkreis, wie gesagt, innen maximal 50, außen maximal 100, entfällt ebenfalls die Testpflicht. Der Sport, auch hier deutliche Lockerungen ab Samstag. Sport jeder Art ist dann ohne Personenbegrenzung gestattet. In Sportstätten, zum Beispiel auf Sportplätzen, gilt die Maskenpflicht dann, wenn kein Sport ausgeübt wird. Die Testpflicht entfällt auch hier. Bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel dürfen bis zu 500 Zuschauern inklusive jetzt aber der genesenen und geimpften Personen teilnehmen. Also auch hier eine klare Lockerung der bisherigen strengen Bestimmungen. Für Handel und Dienstleistungen gilt, dass es hier bei den allgemeinen Öffnungen bleibt. Dienstleistungen mit körperlicher Nähe zum Kunden müssen weiterhin die Kontaktdatenerhebung sicherstellen. Was nach wie vor nicht möglich ist, sind Märkte mit größeren Besucherströmen, weswegen wir leider das Volksfest und auch das Stadtfest absagen mussten. Märkte zum Zwecke des Warenverkaufs, also unserem Bauernmarkt beispielsweise, diese ganzen Angebote sind nach wie vor weiterhin natürlich zulässig. Für die Schulen gilt, das wissen Sie bereits, seit dem 21. Juni Präsenzpflicht und es gibt auch den Präsenzunterricht in allen Schularten und Jahrgangsstufen. Die Maskenpflicht gilt im Schulgebäude. In Bayern entfällt die Maskenpflicht jedoch ab Jahrgangsstufe 5
nur in den Pausen und bei Wandertagen in den Grundschulen entfällt sie seit dem 23.06. allerdings auch am Platz und im Klassenraum. Also wir haben hier eine unterschiedliche Regelung in den Grundschulen und den weiterführenden Schulen. Bei ganz wichtig auch für Angehörige von Menschen in Pflegeheimen und Seniorenheimen, hier werden keine negativen Testergebnisse mehr beim Besucher verlangt. Also auch hier ist jetzt der Zugang erleichtert worden. Wir sind damit einen großen Schritt weiter und können jetzt von allen Lockerungen Gebrauch machen, praktisch in ganz Bayern, solange wir diesen Inzidenzwert von 50 weiterhin unterbieten. Deswegen auch mein Schlussappell, bleiben Sie bitte hier nach wie vor trotzdem vorsichtig und diszipliniert. Auch die Abstandsregelungen sind natürlich nach wie vor einzuhalten. Wir von städtischer Seite aus werden alles tun, um möglichst vielen Menschen das Impfen zu ermöglichen und zu erleichtern. Wir werden deswegen am 26. Juni eine Sonderimpfaktion in der Innenstadt durchführen, weil wir dort besonders hohe Ausbruchsgeschehen feststellen konnten mit klar begrenzten Räumen. Und am 27. Juni werden wir ebenfalls eine Sonderimpfaktion durchführen, und zwar auf dem Volksfestplatz. Wir werden dort AstraZeneca verabreichen für alle Bürger über 60. Sie können dort spontan sich einfinden. Es gilt das Drive-In-Verfahren. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Sie verkürzt aber möglicherweise die Wartezeiten. Also wenn Sie sich trotzdem registrieren lassen unter impfzentren.de, dann machen Sie nichts falsch und können möglicherweise, solange der Vorrat reicht, auch am Sonntag nochmal in den Genuss einer Erstimpfung gelangen. Ansonsten haben wir jetzt den Impfbetrieb wieder aufgenommen. Wir werden jetzt auch wieder versorgt mit Impfstoff. Und solange dieser Zufluss anhält, können wir auch wieder wirksam Erst- und Zweitimpfungen durchführen. Und das ist letztlich der Weg, der uns auch aus der Pandemie weist. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir jetzt diesen Prozess verstetigen und wir langsam auch wirklich Licht am Ende des Tunnels sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.